Moin, liebe Freunde von Konoha und willkommen zurück zu einem neuen Part zu Naruto Ultimate Ninja 3. Ja, ihr seht schon ein bisschen anders als sonst, der Bildschirm. Denn ich habe jetzt, die Idee hatte ich übrigens schon länger, ich habe jetzt nämlich eine PlayStation-Maske eingerichtet, also wirklich eine Konsolenmaske, die nur für Konsolenspiele, für Sony-PlayStation-Spiele gedacht ist, PlayStation 1 und 2, wie man ja sieht, ne? Ich habe auch ein bisschen was mit draufgepackt, damit das ein bisschen lebendig aussieht. Ich hoffe, die Maske gefällt euch. Ich hoffe, das Bild des Spiels ist nicht zu klein. Und dass man alles sehen kann, dass das alles ein bisschen schärfer aussieht. Also es ist nicht mehr mit Gewalt auf 16:9 gezerrt. Zumindest nicht das Ingame-Bild. Und wir sprechen mit Iruka und mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, den Sound wieder anzumachen bei mir. So, dann wollen wir mal. Los, Iruka! Ja, Naruto will bezahlen. Irukas Begeisterung hält sich in Grenzen. Er ist ganz in Gedanken versunken. Verschwommene Geheimtechnik-Schrift erhalten, okay. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn ich teilweise so ein bisschen die Dialoge wegdrücke. Ich hoffe, dass das nicht allzu oft vorkommt. Falls doch, werde ich tatsächlich mal, ich glaube, das geht nicht so einfach. Sieh dir deinen Status an. Was für ein Status denn eigentlich? Achso, ja, nee, das will ich nicht. Ich würde ganz gerne kurz mal, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, ihr seht schon, ich habe das ziemlich lange nicht mehr gespielt. Ist schon ein paar Tage her. Ich werde mal kurz rausgehen aus dem Modus. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich will nämlich mal gucken, ob wir die Musik ein bisschen leiser einstellen können und dafür den normalen, die normalen Sprachsound ein bisschen erhöhen können. Ah, Shizune. Einstellungen ändern. Audioeinstellung da. Hä? Kann anscheinend nur die gesamte Lautstärke einstellen, ja? Ja. Das ist blöd. Das ist blöd. Ich hatte gehofft, dass man irgendwie Musik und Dings voneinander getrennt hat, aber anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück in den ultimativen Wettkampfmodus und gucken mal, was wir in Konoha reißen können. Wir haben ja noch einiges auf dem Zettel. Tatsächlich. Und zwei Charaktere fehlen uns noch. Die wollen wir noch freischalten. Und ein paar S-Klasse-Missionen haben wir auch noch offen stehen. Und ja, ich glaube, ich kann meine Aussage so ziemlich korrigieren. Herrenhaus, gucken wir mal hier.
Ich werde jetzt übrigens auch mal die Innereien, also die Gebäudeinnenbereiche mal durchsuchen. Weil es kann immer mal sein, dass wir irgendwie eine geheime Info kriegen oder was, oder eine schöne Quest, wodurch wir die beiden letzten fehlenden Charaktere, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wer es sein könnte, freischalten können. Suzuki Anwesen, gehen wir da mal hin. Ah, du bist der Automaten-Heini. Nee, will ich nicht wissen. Ja, ich weiß, es ist nie umsonst. Bla bla, dich brauchen wir aber nicht. Ach. Mensch, habe ich einmal zu viel X gedrückt. Nein, will ich nicht. So, gehen wir mal zu Shukaku. Shukaku? Shikaku? Oh Gott, ich verwechsel die immer, die Namen. Klar kaufe ich einen Snack. Wozu stehst du da eigentlich, wenn du mir eh nie eine Info gibst? Mano. Voll gemein. Shushuya, vielleicht da irgendwas Interessantes? Ja, das hilft uns aber nicht. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir irgendwie eine richtig schöne Quest kriegen, die wir fertig machen können. Wobei, ich glaube, wir hatten einen Bereich, da sind wir auf Guy getroffen. Der kam auf die Idee mit so einem komischen Kampf da. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das war so eine spezielle Challenge, wo wir dann irgendwie, ich glaube, gegen 50 Mal sollten wir antreten oder so. Irgendwie so war das. Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Jo. Zweite Sparring-Sitzung. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht 50 Sitzungen machen. Das wäre jetzt echt ein bisschen krass. Gegen Hinata. Neji nehmen? Nee. Nehmen wir Tenten. Die hatten wir noch gar nicht. Die hat, glaube ich, bisher noch gar nicht unter uns gekämpft. Wird Zeit. Ich habe sonst immer Temari oder so gehabt, aber Tenten habe ich, glaube ich, noch gar nicht gekämpft. Ich habe sogar mit Sakura gekämpft. Oh! Ich habe die geheime Schriftrolle erhalten, falls ihr das gerade... ja, das habt ihr ja gerade mit Sicherheit gesehen. Aber die hatte ich, glaube ich, schon. Stimmt, die sind ja auch noch da, die Schriftrollen. Habe ich das eigentlich erzählt? Dadurch, dass wir das Naruto-Minispiel bei den Automaten gemacht haben, haben wir übrigens Hinweisschriftrollen wieder erhalten. Also ich denke mal, dass die wieder für die geheimen Schriftrollen gedacht sind. Erledigt. Das überspringe ich jetzt mal. Also wie gesagt, ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir 50 Mal antreten müssen. Hitziger Kampf Runde 2, genau. Belohnung 600 Rio. Ist nicht viel. Boah, müssen wir die echt... Also ich mache jetzt daraus einfach mal eine Sparring-Session. Ich werde jetzt die ganze Zeit einfach mal gegen ihn antreten. Mal sehen, ob irgendwann was passiert. Ihr seid live dabei. Ich kann auch nichts rausschneiden. Also falls ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, das wird dir jetzt total langweilig. Ich denke mal nicht. Scarfon, du kannst dich freuen. Ah.
Du hast dir ja diesen Kampf gewünscht. Also sollst du ihn auch kriegen. Zwar ohne Schlamm, aber mit ordentlich Halsschmerzen. Schön an die Wand geklatscht, ne? So muss es sein. Komm. Oh, scheiße. Das hat nicht so optimal funktioniert. On the fries. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Ich muss mehr üben. Ja, du kannst mich auch mal. Ich wollte ja die ultimative Technik anwenden. Durfte ich ja nicht. Sakura Stufe 14. Sehr schön. Läuft. Also wie man sieht, die Sparring-Kämpfe sind immer gegen verschiedene Charaktere. Ich glaube, ich mache noch einen und dann machen wir mal was anderes. Dann mache ich das privat. Bis wir 49 haben und dann... Ja, nee, das machen wir später. Ich glaube, das mache ich offscreen. Machen wir das so, bis ich die 49 voll habe. Und dann, wenn der 50. Kampf kommt, hole ich euch dann wieder mit dazu. Würde ich vorschlagen. Bis dato aber machen wir erstmal andere Dinge. Missionen annehmen und hier und da. Und vor allen Dingen uns bei anderen Charakteren weiter einschleimen. Ne? Und besondere Sachen von denen kassieren. Warum auch immer. Ich weiß immer noch nicht, was mit diesen Sachen so wirklich Sache ist. Also keine Ahnung. Da bin ich genauso schlau wie vorher. Wow. Zerstört zwei Dinge und ich kriege daraus genau 100 raus. Super. Dem Herrenhaus wollen wir glaube ich noch gar nicht. Kann das sein? Ne, ist auch leer. Okay. Dann ist das auch kein Wunder, dass wir da nicht waren. So. Gucken wir mal weiter. Das ist Hiyashi. Den lassen wir mal schön in Ruhe. Hiyashi Hyuga. Vielleicht ist Gaara ja wieder auf seinem Turm da. Kann ja auch sein. Ja, da ist er. Aber natürlich. Ja, Gaara, so ist es manchmal, ne? Da ist er ja schon. Das ging ja jetzt flott. Schön zu Ishiraku. Steigen wir nochmal den Umsatz. Gaaras geballte Ladung Emotion. Yeah.
Das setzt er auch um. Das setzt er auch um. Und damit meint er nicht genauso Nudelsuppen futtern ohne Ende, sondern vom Charakter her. Faust ins Gesicht. Nein, alles gut. Marionettenklinge, okay. Ja, Gaara ist immer voller Begeisterung. Gerade im ersten Anime. Wie gesagt, im zweiten ist er ja ganz anders unterwegs. Und auch beruflich weitergekommen. Ne? Also mehr sage ich dazu noch nicht. Das werdet ihr ja dann eh im vierten Teil, denke ich mal, sehen. Das ist dann nämlich der erste Shippuden-Teil. Ne? Da hat sich der Scar von ja schon... Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Der hat sich dann nämlich, der freut sich da nämlich schon drauf, weil dann ist nämlich sein Lieblingscharakter dabei. Hm. Ist diesmal kein Tafelschwamm, der von der Tür aus runterkommt. Und nochmal steigern wir den Umsatz. Läuft. Ja, was Dringendes. Beschädigte Stirnband erhalten. Mist. Tja, Kakashi ist eben nicht blöd. Er weiß genau, was du vorhast, Naruto. Noch bevor er es selber weiß. Das hat nicht mal was mit seinem Sharingan zu tun. Immer. Ich bin immer voll im Stress wegen meiner Mission. Auf jeden Fall. Ich sehe übrigens gerade, wir haben gleich schon wieder Partende, Freunde. Ein Haar-Accessoire, okay. Schleimen wir uns noch mal bei Tenten ein. Kann man ja auch mal machen, ne? Hast du eigentlich noch irgendwas? Hast wahrscheinlich nichts mehr, ne? Nee. Ah, hier. Energy-Drunk. Alles klar. Und die Hantel ist auch weg. Ah, natürlich. I see, I see. Gut, wir nehmen noch Tenten mit und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Ich habe
Jetzt verbringen wir Zeit mit Tenten. Super. Bei Sakura war es genau umgekehrt. Da durfte er nichts essen und bei Tenten kriegt er alle, okay? Ja. Und ich würde sagen, nicht nur Tenten geht, sondern wir gehen jetzt auch. Das war's für heute mit Naruto Ultimate Ninja 3. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part dabei. Wie gesagt, schreibt mir ruhig eure Meinung wegen der Maske, ob euch das gefällt, ob das Bild okay ist. Wie gesagt, das wird auch noch ein paar Parts so gehen sonst, falls Änderungsvorschläge kommen. Und ich würde nun einfach sagen, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.